Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel Neologismus, zur 24. Folge insgesamt. Und einige von euch haben mir gesagt, du warst in Dresden, aber der Ort, wo dir die Leute Neologismen erklärt haben, das war doch bestimmt nicht Dresden. Da muss ich sagen, habt ihr vollkommen recht. Die Erklärungen werden an anderen Orten gedreht, als an den Orten, an denen ich das Intro aufnehme. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schöne Hupe hast du geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Das hat einen sehr, sehr tragischen Hintergrund und auch einen ernsten, denn ich mache es aus Vorsichtsmaßnahmen, denn die NSA ist hinter mir her. Die NSA steht ja, wie ihr alle wisst, für Neologism Security Agency, also die Neologismus Sicherheitsagentur, und die legen natürlich ganz, ganz großen Wert drauf, dass Neologismen nicht an die Öffentlichkeit kommen und die Leute nicht erfahren, was es mit Neologismen auf sich hat und etc. pp. Der Weltfrieden ist in Gefahr und ja, genau. Deswegen sollte man sich vorsehen, ja, auch ihr, bei eventuellen Äußerungen, die ihr ganz unbedacht macht, ihr sagt irgendwas und zack, schon werdet ihr von der NSA in einen Frosch verwandelt oder ich habe nicht die leiseste Ahnung. Oh, hier ist Sonne. Cool, hier könnte man ja mal. Ja, doch. Nee, hier könnte man nicht. Aber, wir gehen wieder zurück. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach so, genau. Neologismus. Ja, natürlich. Genau. Also, jetzt wisst ihr den Hintergrund. Und demzufolge können wir auch anfangen mit dem ersten Wort, was ich heute von den Leuten erklärt haben möchte. Und was ich euch auch in der letzten Folge gegeben habe, damit ihr mal drüber nachdenken könnt, was es eventuell sein könnte. Also, jetzt werden wir rausfinden, was Sexorzismus ist. Ein interessantes Wort, würde ich jetzt mal sagen. Sexorzismus. Sexorzismus, genau. Hat es was zu tun mit Exorzismus? Und bezieht sich denn auf Sexorzismus, dass es sechs Exorzisten da sind? Oder was meinst du? Es könnten auch sechs Exorzisten da sein. Das könnte es auch sein. Was meinst du dazu? Vielleicht möchte man jemandem seinen Sextrieb austreiben. Das ist natürlich auch gut. Oder sechs Leute machen zusammen Austreibungsspielchen. Man könnte auch per... Weiß nicht, das wird jetzt nicht so frei, die Gedanken, die ich habe. Ich glaube, kann man das... Wie treibt man jemandem den Sex aus? Man schickt, so wie beim Exorzismus, so eine Art Priester und... Der stellt sich dann nackt vor einen, dann hat man keine Lust mehr auf Sex. Genau. Das ist schön, das, ja? Das ist sehr schön, ganz genau. Aber leider falsch. Gut, dass ich nur die Hälfte mitkriege mit meiner Haube auf den Ohren. Ja. Wenn man die Sexsucht aus jemandem raustreiben muss. Okay, wie macht man das? Mit Büchern. Mit Büchern? Ja, also man liest diese Sachen wie beim Dingsabums und dann ist es weg. Also es ist anders wie im normalen Exorzismus, ja. Weil hier muss man Leuten halt Ecchi oder Harem Bücher oder Hentais einfach vorzeigen. Halt so lang, bis sie keinen Gefallen mehr dran finden. Und dann müsste es halt jeden Tag mindestens 3 Stunden. Und dann nach ein paar Tagen müsste es sich halt schon geringert haben. Und nach ein paar Wochen ist es meistens schon weg. Es gibt halt noch ein paar Spezialfälle, wo es dann halt einen Monat oder so dauert. Okay. Tabletten helfen halt nicht, ne? Wir sind bis jetzt noch keiner rausgekommen. Exorzismus! Also zuerst, das nennt mich erstmal Exorzismus, ein Exorzieren. Keine Ahnung. Mit Sex. Genau, vielleicht ist das einfach Geister exorzieren mit Sex. Indem man mit den Geistern Sex hat. Keine Ahnung. Und so die Geister austreibt oder was? Genau. Ja, irgendwie. Oder dass vielleicht die Geister im Körper gefangen sind und dass man sie dann so austreibt. Genau. Durch. Und du erklärst mir jetzt bitte, wie man mit einem Geist Sex hat. Das interessiert mich jetzt wirklich. Vielleicht muss der Geist in den Gegenstand oder in eine Person rein. Gegenstände gehen ja auch. Auf jeden Fall vielleicht in Personen rein oder in Gegenstände rein, damit man sie halt exorzieren kann. Und der einzige Weg, das zu tun, ist Sex. Genau. Das Sex heißt, unser Geist müsste praktisch in einen Dildo fahren. Theoretisch ja, aber das ist ja. Ja. Okay. Wäre logisch, das wenn man es so sieht, ne? Wenn man so sieht, wäre es logisch. Ja. Du siehst mich leicht verstört.
Ich gucke immer so. Ich gucke immer so. Okay, nein. Schöne Idee. Ich sag's euch mal. Sexorzismus ist einfach Vögeln auf Teufel komm raus. Ach so. Ja, ja, gut, das ist auch logisch. Das ist auch logisch, ja, aber wir waren schon relativ laut gerade. Stimmt. Ja. Also meine schweinischen Gedanken waren gerechtfertigt. Ja, waren also doch sechs Menschen. So, jetzt seid ihr auch wieder schlauer. Hallo Auto. Und wir können gleich übergehen zum zweiten Sexorzismus. Blödsinn. Zum zweiten Neologismus natürlich. Oh, hier ist ein Baum. Cool, guck mal. Der Baum, ist der nicht toll? Großer Baum, riesiger Baum. Ui, ich bin voll beeindruckt. Genau, und da sind wir auch gleich beim Thema für das zweite Wort, was ich erklärt haben möchte. Das hat nämlich ganz, ganz eng zu tun mit Atomkraftwerken und Schilderwälder und Frikadellen und überhaupt, das habe ich so genannt sogar. Was? Was wollte ich? Genau, was sind Hungersteine? Vielleicht für ärmere Länder, die nichts zu essen haben, dass sie dann Steine hatten, die sie essen können. Also, die aber verdaut werden können. Okay, also sowas wie Esspapier, nur in Steinform. Genau. Okay, macht Sinn. Ich glaube, das ist unter der Erde, so ganz, ganz tief unter der Erde. Und man muss es ganz, ganz tief unter der Erde ausbuddeln. Und das ist pink. Und da kann man sie essen. Das sind Steine und die isst man dann, wenn man Hunger hat. Okay, also quasi so wie Kartoffeln, die muss man ja auch ausgraben. Ja, bevor man die Steine muss man viel tiefer buddeln. Okay, so muss man die Steine dann auch Meter. Vorher kochen, bevor man sie essen kann? Nee. Das ist egal. Also ja, genau. Das muss man, glaube ich, aber erst das Äußere ausmachen. Ja, das muss man abkrabbeln. So, aber es ist halt schwer, es ist wie bei einer Kokosnuss außen halt, es ist total hart. Deswegen werden sie meist mit Steine verwechselt. Und das Innere kann man aber essen. Das ist cremig weich, wie Pudding. Okay, aber wie knackt man denn dann die Steine? Mit Meißel und Hammer. Echten Steinen. Genau, mit echten Steinen. Aber man kann schon unterscheiden, welche man essen kann und welche nicht. Es gibt ja verschiedene Geschmacksrichtungen. Das macht den Lecktest aus. Du nimmst einen Stein. Du nimmst den Stein, legst einmal rüber und wenn er nicht nach was Süßlichem schmeckt, ist das ein normaler Stein. Den kannst du dann nicht essen. Okay, was würdest du, was hältst du davon von der Erklärung? Ich hab das irgendwie überhaupt nicht verstanden. Also für mich wäre das sowas wie wunderbar, dass sowas zu verdenken. Was es bei Charlie und Schokoladenfabrik gibt für ärmere Leute, dass sie die ganze Zeit dran lecken können und es nicht leer wird. So, das ist cool. Genau, die Steine, die werden nie leer, okay? Hungersteine. Das sind Steine, die Hunger haben. Ja, oder sind sandförmige Steine, die einfach so rumliegen. Nein, nein, nein. Du kennst auch dieses Gefühl, du hast so großen Hunger, dass es sich anfühlt, als hättest du einen richtig fetten Stein im Magen. Hungersteine. Ich habe einen Hungerstein im Magen. Ist das die Erklärung? Okay, schön. Nee, ist es aber leider nicht. Und Steine, die Hunger haben, was essen denn dann Steine? Nein, nein, nein. Du hast so sehr Hunger, dass dein Magen schon verkrampft. Ja, ich weiß, das habe ich verstanden. Aber einer von euch hat doch gerade gesagt, Steine, die Hunger haben. Ja, das haben wir ja jetzt korrigiert. Okay, alles klar. Nee, ist es aber leider nicht. Ein Hungerstreik. Alle Leute haben Hunger, nehmen Steine und schmeißen sie gegen Lidl. Oh, zensiert, Entschuldigung, Werbung. Aber dann ist der kein Hungerstein, sondern was sind die? Ja, doch, das ist der Hungerstein, den man durchs Fenster schmeißt, weil sie gegen Hunger streiken. Ah, okay. Ist wahrscheinlich auch nicht. Nein, ist es auch nicht. Hungerstein. Hungerstein. Das ist eine philosophische Frage. Oder Leute kommen zu diesem Stein, setzen sich davor in einem Kreis zusammen und hungern einfach mal. Die neuen Illuminaten sind geboren worden. Hungerstein. Neue Sekte. Die Hungersteins. Die Hungersteins. Die Hungersteinsekte, cool. Das würde ich mir aber patentieren lassen. Ja. Und danach Anhänger suchen. Weil ich glaube nicht, dass die Hungersteinsekte also schon so viele Anhänger hat. Also wir werden schon mal die Parteivorsitzenden. Sehr gut. Ja, du kannst gut anfangen, weil du nicht so durch den Hungerstein hast. Oh. So vielleicht auch so Hunger, das ist ein Stein drin. Naja, das sind die Steine, wenn man sich halt nichts zu essen leisten kann, die isst man. Sodass... Die leckt man ab. Ach so, das sind die, ja, stimmt. Weißt schon, Mineralien und so. Ja genau, und dann fühlt man sich erstmal satt. Und im Grunde kann man die ja immer wieder ablecken, weil das dauert ja ewig, bis die aufgebraucht sind. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, wenn man sich halt nichts Richtiges zu essen leisten kann. Und so schlecht schmecken die auch gar nicht. Aber meinst du, dass man davon satt wird, wenn man Steine ableckt? Fragen Sie Ziegen, also. Ja, die leben ja auch davon. Und deswegen wurde es ja letztendlich erfunden. Ja, eben.
Das heißt, die Ziegen sind quasi der Vorläufer der Hungersteine? Ganz genau. Das ist sozusagen für Wanderer und so weiter, die halt lange Strecken in ausgedörrten Gebieten und so weiter hinter sich bringen müssen. Oder eben Leute, die sich keine normalen Nahrungsmittel leisten können, um zumindest ein Minimum zu gewährleisten. Ja, und super Steine, die halten ja auch lange, die sind ja nicht so schwer. Vielleicht in so einer Größe mitnehmen, dann kann man da wochenlang dran lecken, bis der aufgebraucht ist. Eben. Das ist eigentlich perfekt. Ja. Das ist irgendwie voll, dann braucht man eigentlich gar keine Lebensmittel mehr, oder? Warum werden denn da noch Lebensmittel angeboten? Naja, es gibt ja leider nur 4 Geschmacksrichtungen bisher für die Hungersteine. Da hat man halt nicht so die Auswahl. Genau, für die Leute, die eine Steinallergie haben vielleicht, ne? Genau. Das vielleicht auch, ja. Genau. Also man kann ja laktoseintolerant sein und glutenintolerant. Und jetzt gibt es ja auch Leute, die sind steinintolerant. Also deswegen lassen die halt lieber die Finger drauf. Manche mögen das ja aus moralischen Gründen auch gar nicht, dass die armen Steine dafür halt einfach in Massenhaltung eingepfercht, angezogen werden. Das ist eigentlich schon echt traurig. Ja. Ich sage mal, was Hungersteine sind. Erzähl mal. In einem Bach gibt es doch auf dem Grund des Bodens Steine. Mhm. Und wenn dieser Bach irgendwann mal austrocknet und diese Steine dann nicht mehr von Wasser umschlossen werden, dann nennt man die Hungersteine. Man hätte sie aber auch Durststeine nennen können, weil Wasser und Trinken. Ja, stimmt. Durststeine. Ja, eigentlich ist es ein blödes Wort. Eigentlich müssen die Durststeine heißen. Das ist vollkommen recht. Genau. Ja, das war's mit dieser Folge Neologismus. Ich habe mich jetzt mal in einen Hauseingang postiert, weil es gerade unglaublich geschüttet hat. Ich weiß nicht, könnt ihr vermutlich nicht sehen, aber es hat gerade so toll geregnet. Das kam daher, weil Gott an die Wasserwerke eine unglaublich hohe Vorauszahlung geleistet hat. Und da haben die Wasserwerke Gott angerufen und haben gesagt, hör mal zu, du hast uns so viel Geld überwiesen. Das war viel zu viel, wir überweisen jetzt wieder zurück. Und dann hat Gott zu denen gesagt, nein. Ich habe das Geld bezahlt für Wasser und ich bestehe auch darauf, dass mir dafür Wasser geliefert wird. Und dann haben die Wasserwerke gesagt, alles klar, dann kriegst du halt eben alles auf einmal. So, und jetzt haben wir den Salat. Toll, super. Gott baut Mist und wir müssen es ausbaden. So weit ist es schon gekommen in unserer Gesellschaft. Wo soll das noch alles hinführen, frage ich mich. Egal, soll ja nicht euer Problem sein. Ja, das war's für diese Folge mit Neologismus. Wir kommen jetzt wieder zur berühmten Rubrik. Ich weiß nichts, aber ich plärre trotzdem mal irgendwas raus. Ich blende euch jetzt einen Neologismus ein, der in der nächsten Woche abgefragt wird. Und ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was dieser Neologismus bedeutet, ob der eventuell erraten wird von einem der Befragten in der nächsten Woche. Und eure Definition für diesen Neologismus könnt ihr auch unten reinschreiben, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen, wenn ihr euch daran beteiligt. Alles klar, wir sehen uns am nächsten Mittwoch.